Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier zurück auf dem Minecraft-Kosmos-Server. Und ja, heute ist mit dabei der TGW, der gerade irgendwie da ein bisschen am Rad dreht, sehe ich. Dann Tarok natürlich, grüßt euch. Und der Destrix, hallo. Der Schweizer. Der nee, gar kein Schweizer falsch. Ist. Nee, oh, nochmal eben so am Rande. Ganz gut, macht aber nichts, darum geht's nicht. Wenn ihr in die letzte Folge geschaut habt, habt ihr gesehen, dass wir eine Spur gefunden haben. Und zwar haben wir hier vorne, zeige ich nochmal, hier an dieser Ruine, ja, was heißt Ruine, aber ich sag mal, das soll wohl, glaube ich, ein Haus werden, was halt leider nicht fertiggestellt wurde. Hatte natürlich auch einen Grund, wie sich herausgestellt hat. Denn wir haben dort in der Kiste ein Buch gefunden. Das war von dem Thymalus. Und der Thymalus sollte eigentlich hier auch ein bisschen mitmachen am Server. Und wir haben uns natürlich gefragt, wo ist er hin? Und genau dieses Buch hat uns verraten, wo er eigentlich hin ist. Und ich weiß nicht, Tarok, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz anschneiden? Ja, ich habe gerade Tiger gelesen, gegeben, der kann das ja mal eben ja, vorlesen. Ja. Nochmal kurz, oder? Ja, nee, muss er ja nicht unbedingt. Muss er nicht unbedingt. Guckt auf jeden Fall in die letzte Folge rein. Das ist auf jeden Fall der Grund, warum wir uns jetzt hier mit mehreren getroffen haben. Wir vier auf jeden Fall und... ja, wir wollen, wie gesagt, schaut einfach in die letzte Folge rein, bevor wir das jetzt erklären, dann vergeht zu viel Zeit. Also, wir haben uns fertig gemacht, ich bin gut gerüstet, ich habe mein Schild, meine Eisenaxt, ich habe Fressen dabei. Und dann würde ich sagen, der Schritt ins Nether kann beginnen, oder? Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr alle? Yeah. Ja. Yeah. Seid ihr bereit? Oh. Seid ihr in Form? Let's go! Ich will Stimmung! Let's go! Ja. Ja, also wie gesagt, ich sag's nochmal auf dem Weg dahin, wenn wir jetzt gerade mal hochgehen. Thymalus hat uns halt eine Notiz da gelassen und der ist halt auf dem Weg in Nether und er ist seitdem nicht mehr zurück und von daher, wir gucken einfach mal, was passiert ist und ja, schauen mal, ob wir ihn dort antreffen. So, ja, also dann das let's go. Das Portal, Alter. Genau, das haben wir natürlich ist schon mal noch überdimensionaler gebaut, was auch neu ist. Ich zeig's ganz schnell. Meins im Keller ist größer. Sind hier natürlich die kleinen Marktstände. So, das ist auch kotzen, noch alles neu. Nochmal eben schnell. Ja. Nee, ich habe ja nicht gesagt, wer es gebaut hat. Ist auf jeden Fall neu da. Na, das und, ist wieder alle. Ja, ich würde sagen, let's go. Lass uns okay. Einfach rein und wir gucken mal, was passiert. Und ab dafür. Erster. Woo! Erster. Oh, es ist alles so schummrig. Oh. Oh. Yeah. Oh, krass, Alter. Was ist denn hier? Das ey? War jetzt unerwartet. Wow. Geile Kacke. Oh, warte mal. Ahaha, Thymalus. Was? Pass auf, pass auf. Oh, fuck, Alter. Was ist hier los? Was soll die Scheiße? Ich werde angegriffen. Von wem? Fuck. Wer macht das? Das sind so Skeletter. Au. Jetzt habe ich die Kacke auch nicht gelesen. Oh nein, da, oh nein, den ersten oh nein, ich oh nein, getötet. Oh nein. Warte, ich komme, ich komme. Oh, krass, Alter. Eisen. Ah, geil, Diamantschwert, aber okay, schon. Von Kämpfen stand nichts in meinem Vertrag. Krasse Kacke, ey. Warte, da kam auch gerade irgendwie eine Stimme. Warte mal, haha. Thymalus gehört mir. Ihr findet hier nur den Tod. Hä? Was ist das denn für ein Trick? Mysteriöse Stimme. Dass okay. Die Stimme von der Thymalus schon gesprochen hat? Ja, es gab auf jeden Fall einen bestimmten Punkt in der Notiz, die wir vorgelesen haben. Also wie gesagt, schaut einfach nochmal in den letzten Video rein. Und dort sprach Thymalus auch von Stimmen, die ihn tatsächlich hier hinlockten auch. Und es sieht auf jeden Fall krass aus. Also hier scheint wohl irgendwas abzugehen. Wenn ihr das der seht, Zombie, hier das wurde ist ein bisschen auf jeden gruselig, Fall... oder? Ja, es ist auf jeden Fall richtig mies, ey. Ah, krass, Alter. Ich dachte, guck mal mit meinen Herzen, ey. Drei Stück nur noch. Aber echt Kacke, knapp. Ey. Ich muss mal eben was essen. Zum Glück ist ja jetzt ab der 1.9. Regeneriert man ja auf jeden 1-0 Fall. 1-0 aufwärts. Genau, ja. Regeneriert man auf jeden Fall etwas schneller. Okay, nice. Ja, dann würde ich sagen... Haben wir noch weitere Hinweise im Notizbuch? Ja, genau. Ich guck mal eben rein. Das wäre jetzt eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Also Tag 7, bla bla. Seite. Warte mal, die rufen mich, er ruft mich und so. Genau, das hatten wir eigentlich aus dem letzten Video noch, weil die Stimmen kommen aus einem anderen Ort. Ich packe meine Sachen und gehe den gefährlichen Weg in den Nether. Ich muss es aufdecken und das war's eigentlich. Also würde ich sagen, wir gucken einfach mal, ob hier irgendwo, genau, ob hier halt irgendwo ein Weg gibt, wo wir... Durchs Portal geht's nicht, da ist abgesperrt. Nee, ja, keine Ahnung. Lass uns mal hier so ein bisschen drüber springen, oder? Also ich kann ja hier so drüber. Schon wieder ein Blaze, woher denn? Boah, Ficking, ey. Ich hab so ein Tricks. Gutes Gefühl. Oh, oh, oh. Was sind das hier für ja, Spuren? Ja, krass, Alter. Ist das Blut? Ah, ja. Jo, das kann Blut sein. Ja, ich glaube auch, ey. Ah, oh, fuck, ey.
Ja, das ahnt doch schon wieder nichts Gutes hier. Oh Gott. Das heißt doch nichts Gutes. Ich glaube, das ist hier so ein Anfang von so einem Dungeon, oder? Kann das sein? Das sieht ganz so aus. Und das fühlt sich auch so an. Tötet ihn. Da ist Magma Kack, ey. Ich glaube, da, das wird schwieriger als erwartet, diese Aufgabe. Ja, ich glaube auch. Hat bestimmt einen Grund, dass Thymanos noch nicht zurückgekehrt ist. Ja, das sieht auf jeden Fall mies aus, wenn ich mal hier runtergucke. Ich hätte gesagt, wir können auch zurückgehen, der macht sicher nur Urlaub. Okay. Der macht sicher nur Urlaub, ja. Ich meine, warm ist es. Lang, warte mal, da ist Ende. Boden, ich sehe hier noch ein paar Blutspuren am Boden. Aber hier drüben scheint die Spur zu enden und unser zweiter Weg war einfach mal, glaube ich, hier hinunter. Da, ja. Ah, okay. Och nee, nicht nach unten. Oh, scheiße, ey. Ja, warte mal, dann lass dich mal Ich gucken, will nicht ey. Vorgehen. Ich geh vor, ich probier's einmal. Ups. Ja, gut. Hallo? Ja. Ist hier jemand? Oh. Hallo? Fahr also, ihr müsst ja aufpassen, hier ist ein sehr großes Hindernis. Ach, ob er hier entlang gekommen ist, das weiß ich nicht. Das sieht ja krass aus, Alter. Hier scheint ja echt so Jump'n'Run-mäßig oder was? Ich weiß nicht, also auf jeden Fall. Hindernismäßig. Ob er hier entlang gekommen ist, das kann ich nicht sagen, aber es scheint mal der einzige Weg vorwärts zu sein. Boah, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Vor allem ich als Jump'n'Run-König. Ich will nicht. Ihr müsst hier drüben, wo ich jetzt bin, müsst ihr aufpassen. Ich habe hier schon mal auf den Boden geguckt und hier eine kleine Falle gesehen. Passt so weit. Ich habe hier eine kleine Falle gefunden. Ich habe irgendwie Bock drauf zu steigen, weil ich gerne wissen würde, was hier passiert, aber ich glaube, das ist nicht so gut, oder? Ach, egal, ich lauf einfach drüber. Ah! Und? Nee, nein, alles. Nein! Boah! Scheiße, Leute, Alter. Hey, was machst du denn? Ey, könnt ihr erstmal das Nethercore machen? Ich brauche das Quatsch. Leute, das wird doch. Warte, ist da was passiert? Achtung! Nein. Digga, weh, pass auf! Oh, nein! Oh, boah, das hat aber Glück gehabt, Alter. Muss ich da jetzt durch, oder was? Was genau dazwischen, ey? Hilfe! Ja, vielleicht, warte mal, Destrix ist da. Vielleicht solltet ihr mal eure Schilder ein bisschen einpacken. Das ist ja doch ziemlich schmal. Eure Schilder, glaube ich, wären ein bisschen optimaler, wenn ihr die einpackt. Warte, das haut aber hin, Okay, hier scheint eine Tür zu gehen. Scheiße. Geht's weiter? Guck mal erstmal rüber, Leute. Hey, geh du vor. Oh nee. Du willst wieder was zu lachen haben, oder? Nein, ich möchte einfach nur von dir nicht weggedrückt werden. Oh Gott! Nein! Au! Oh, das ist zu eng da drüben. Oh nein. Ist schon einer am Brennen, oder was? Ja, ich überlebe das, aber... Ja, okay. Hast du Essen? Du kannst ja damit ich hab, Warte, bevor du die Tür aufmachst. Was ist da überhaupt? Ich hab das Schloss geknackt. Ein bisschen verrostet. Da höre ich auch irgendwann... Ja. Oh fuck, da steht immer wieder in Flammen. Das Schloss, ich hab das ein bisschen... Ja, es ist einfach zerfallen, wie ich es angefasst habe. Okay, dann geh mal rein. Oh nein! Nein! Warte. Wer geht rein? Ich lasse euch mal den Vortritt, ne? Ja, komm, ich hab ein Schild, ich wag mich mal rein. Ja, ich hab ja auch ein Schild, ich fall genug. Oh Gott, hier die Ohren. Nein! Mach die Tür zu! Mach die Tür zu, Tom! Nee, warte da, wow! Spinne! Schnell rein! Oh, was, Alter? Oh Gott! Ich möchte hier auch noch rein. TGW. Einer muss mal im Bild laufen und den Spawner kaputt machen. Jo, schnell. Getan. Sehr schön. Der rettet mich. Scheiße, ich bin vergiftet und alles. Ja, ist was. Stirbst du ihn. Hat noch wer Fucking? Ja. Mhm. Ja, hab ich auch noch, ja. Boah, das war übel jetzt, ey. Warte. Irgendwo ist noch eine. So. Oh, ja, fuck, ey, Alter. So ein Raum mit so Spinnenkacke, ey. TGW, wohin? Bleib auf dem Weg, das Alter. Quatsch. Du bist noch gar nicht. Achso, okay. Ja. Boah, fuck, Alter. Ja, so ein Raum mit Spinnen ist auf jeden Fall nicht ohne gewesen. Ja, gut, dann lass uns mal weitergehen, Leute. Seid ihr da? Ich glaube, hier diese Tür, hä? Was? Ja, ist ja, denke ich mal, einleuchten, oder? Oh mein Gott, das Schloss. Okay, krass, ey. Boah, ja, ich bin echt gespannt, Leute. Alter, die Fackeln brauche ich jetzt nicht mehr. Boah, Achtung! Ja, der Boden sieht auf jeden Fall crazy aus. Ah, fuck, guck mal, da hinten kommen wir gar nicht rüber. Hier ist komplett mit Lava. Das ist echt ganz schön kacke, dass die Spinnen durch Schilde vergiften können, ne? Ja, das ist auf jeden Fall auch scheiße. Ey, hast du die denn geblockt und warst dann vergiftet? Ja, ich hab geblockt. Hat einer schon. Ah, Distrix, so Affe. Nichts kaputt machen hier. Vielleicht brauchen wir das ja hier noch. Ich glaube, das ist auch ein Hinweis. Ich glaube, wir brauchen.
Sieht mir eher nach so einem Mechanismus aus, schätze ich mal. So wie da vorne, diese Falle, die wir entdeckt haben. Das muss irgendwie damit zusammenhängen. Okay. Ja, das kann sein. Pass auf, lass uns... hat einer einen Hebel dabei? Oder so ein Schalter? Ja, aber ich habe die Ressourcen dafür. Ja, aber ach, was brauchen wir denn dafür? Hey, Cobblestone nimmt man immer mit in den Nether. Ja, stimmt schon. Nee, Cobblestone habe ich leider nicht. Echt nicht. Scheiße. Ich habe Cobblestone. Was brauchen wir noch? Holz? Irgendwas? Ein Stick. Ein Stick? Ein Stick. Okay, hab ich. Wir könnten noch aus einem Holz ein Wappen machen. Boah, das wäre sinnvoll, klar. Soll ich das mal eben craften? Rein. Oder was? Ha, ich hab den Stock. Was gibst du mir gegen den Stock? Ich hab einen Stock. Ich auch. Alter, dann mach ich selber jetzt. Hebel. So. Ich hab auch einen Hebel. Ich mach ihn drauf. Alle haben Hebel. Juhu. Okay, dann mach mal drauf und drücken. Ich? Und gucken, okay. Was passiert. Ich hab Angst. Ah! Ja, krass, Alter. Das hat sich ein Weg offenbart. Ja, toll, Alter. Du zuerst. Da wollen wir rein! Wieso hast du mich geschubst? Wer war das? Keiner hat dich geschubst. Ja. Geschubst. Der nächste. Mitten in der Luft geschubst. Der lange Arm des Gesetzes vielleicht. Geh du, Taro. Taro, geh du. Ja, dann kommt Bakaruba, Jungs. Pack dein Schwert weg, ey. Der schubst mich doch wieder. Boah, ich wäre jetzt fast gestorben. Er legt mich am Arschloch, ey. Go, Destrix. Sieht eigentlich, wenn man den Hebel drückt. Oh. Ja, jetzt springen. Was passiert eigentlich, wenn ich dich in der Luft zurückschlage? Mann, Leute, wir sind hier auf einer Rettungsmission. Wir wollen hier nicht noch mehr Vermisste haben. Oh, stimmt. Ja, krass. Oh ja, Gott. Cool, dann lass mal weiter. Leiter runter, vorsichtig, jetzt geht hier stark runter. Okay. Au. Ja, fuck, Alter. Weiß nicht. Ja, gut, was ist denn hier? Denn? Au. Ich ahne schon so ungefähr was, also... Warte mal. Ja, ich sehe gerade, da oben ist auch eine Leiter, da geht's nur weiter. Ja, gut, ja. Da oben ist eine Leiter und da geht's weiter. Ja, war jetzt ein bisschen... Reimermonster, oh, fuck, ey. Oh. Ja, gut. Ja, sieht so ein bisschen nach Jump'n'Run aus. Ah, ja, mach das. Ich lach mich mal ein bisschen schlapp. Alter, guck mal. Oh. Ja, wenn er dann da... Ja, das ist nicht so easy jetzt, wo man einen Spieler... Alter! Ich würd's lachen, wenn man da machen. Aber okay. Nee, warte. Tut mir voll leid. Nein, so glaube ich dir das nicht. Einfach nicht. Okay, ja. Ich weiß auch nicht. Kann ich gar nicht verstehen. Und jetzt? So. Okay, warte. Wo lang? Ja. Das ist ja. Okay, nice. Hier hoch, okay. Und da runter springen, oder? Darüber. Ihr braucht Boost. Darüber warte, springen. Ich sehe nichts, Leute. Dann darüber, ja. Wir müssen darüber springen. Warte mal. Ja, dann mach mal. Warte mal. Ja, da drüber werden wir wohl... Nee. Nee. Ich hätte den direkt vor dir genommen. Dann weiter. Fuck. Ja, hier, Taro, sicher. Kommst du mit, oder was? Ja, ich bin hinter dir. Och, Menno. Okay, nice. Du musst nur ein bisschen Abstand voneinander halten, weil wir uns ja gegenseitig unterstützen können. Ah, da ist TKW. Okay, warte. Ah, boah, knapp, ey. Okay, hier scheint es noch einen Raum zu geben. Warte krass, mal noch mit einer Kiste. Okay, aber wir warten noch eben. Ich weiß nicht, ob ihr noch... Habt ihr das schon mal nehmen? Habt ihr das schon... Achso, doch, hier runter. Wie seid ihr da runtergesprungen? Nee, hier rüber. Über die Gitter und dann auf den Block da erstmal vor dir, genau. Boah, krass, schubst mich nicht. Ey, TKW! TKW! Nein! TKW! Nein! Ey, nein! Ja! Nein! Nein! Leute, ihr fliegt auch vielleicht rüber. Ja. Zu eurer coolen Tanzparty. Mann, was sind denn hier für dicke Mobbelchen hier? Mann, Jarok, sei mal nicht so fett, ey. Ich kann auch nicht so. Das sind seine Kekse. Aber ist Drox noch nicht mal dabei? Ich versteh's nicht. Ja, ich wollte gerade. Ja, gut, krass. Warte mal, es könnte eine Falle sein hier. Sieht aber gut aus hier. Wird jetzt da nicht so. Mag fallen, nicht will drauf. Oder? Ich glaube, man kann draufstehen. Okay, dann lass uns mal gucken. Da war's drunter. Oh, ein Buch, Leute, ein Buch. Krass, das zweite Buch. Ich lese mal eben vor, ja? Ja, ich kann nämlich nicht lesen. Kannst du das machen? Oh. Ah, okay, es geht weiter. Achtung, Tagebuch von Tümmerlos, Tag 16. Ich lese mal eben vor. Ich suchte mich im Nether ein wenig um und entdeckte relativ schnell einen Dungeon. Okay, das ist dann wohl auch der Dungeon, wo wir uns gerade befinden. Die Gefahren, die dort lauerten, machten die Suche nach den Stimmen nur noch schwieriger. Okay, genau, weil er hatte ja Stimmen gehört. Das hatte er in dem letzten Tagebuch ein bisschen beschrieben und das war ja auch der Grund, warum er hier auf dem Weg hin war. Okay, Tag 17, ein leerer Raum, eine Truhe, eine Enttäuschung oder die Enttäuschung einfach so. Okay, hier gibt es keine Antworten für mich, ich werde nochmal zum Portal gehen und nach weiteren Hinweisen suchen. Scheiße, und das war's.
Okay, ja, Leute, ich, keine Ahnung, warte, ich leg's mal rein. Ich weiß nicht, Tarok oder so, je nachdem, wer es noch, auch noch mal lesen will. Ja, also somit ist klar, Thymalus ist nicht mehr hier. Thymalus ist wieder zurückgegangen und hat dort noch mal nach irgendwelchen Hinweisen gesucht. Ich denke mal, das soll uns vielleicht auch zeigen oder sagen, dass wir auch noch mal vielleicht zurückgehen und noch mal ein bisschen Ausschau halten, einfach um die Gegend herum. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche anderen Hinweise, die dann natürlich zu Thymalus führen. Oder? Also ist jetzt erstmal... Hier ist noch ein kleiner Gang. Destrix, bist du erstmal umsonst gestorben vorhin. Hier ist keiner gestorben. Ich hatte nur einen halben Herzinfarkt und Tarok hat mich mit Mund-zu-Mund-Beatmung wiederbelebt. Ja, krass, ey. Ja gut, ich so werd mal den Weg hier so ein bisschen lang gehen. Ich setz mal hier so eine Fackel noch hin. Oh, das klingt nicht gut. Ja, krass, ja. Ey. Ja, ich weiß auch jetzt nicht, wo wir genau rauskommen. Aber wie gesagt, letztendlich ist eindeutig, wir müssen wieder zurück. Ach, guck mal hier. Ah, okay, okay. Nice, nice. Das ist der Anfang, wo wir runtergekommen sind. Ah, ja. Ja, cool. Ja, das ist ja echt nice, ey. Okay, dann können wir uns ja wieder auf den Weg zurück machen. Ja. Genau. Ja, dann würde ich auch jetzt mal die Gelegenheit nutzen, dass wir ab hier, denke ich mal, einen Cut machen. Also wir haben auf jeden Fall... Scheiße! Warte, ich bleib auf jeden Fall auf und mach mal einen Cut. Wir werden nämlich hier gerade bombardiert oder beschossen von den scheiß Loren. Genau, während ihr da mal kämpft und mir den Arsch zurückhält, würde ich sagen, ich mache jetzt das Outro. Bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Wir sind jetzt auf dem Weg wieder zurück und schauen mal, was dort alles noch zu finden gibt. Also halt Hinweise, die uns nach Thymalus führen. Und ja, bedanke mich natürlich. Und ja, schaut auf jeden Fall auch mal bei den anderen Jungs vorbei. Ich verlinke die natürlich unten in der Videobeschreibung. Lasst natürlich noch eine gute Bewertung da, wie euch das gefallen hat bis hierher, ja? Ja, das wäre natürlich nicht. Auch interessant. Genau, Feedback was hilft uns natürlich hier, immer. Um die Ohren schlagen und alles, mit was für Gefahren wir uns natürlich hier umgeben. Aber klar, ja, schaut beim nächsten Mal rein. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich sicher auch. Ciao. Hoffen wir es mal. Tschüss. Tschüss.